Moin, moin, es ist April 2023. Dieses schöne BMW-Coupé von 1971, glaube ich, ist bei uns hier zu einer Kontrolle. Der Besitzer hat den Rostschutz selber gemacht. Der Wagen wird sehr hart eingesetzt. Am Alpenrand fährt er ganzjährig und da wird halt sehr viel mit Salz gestreut. Und hier kann man gut sehen, was passiert, wenn man beim Rostschutz in der Nähe von Gummidichtungen zu viel Fett nimmt. Besonders dort, wo die Gummidichtung dünn ist, hier am Rand, ist sie weich geworden. Der Besitzer hat halt sehr viel Fett genommen von innen, das ist durchgekrochen. Man kann sich bei uns auf der Internetseite den Film ja nochmal anschauen. Der Gummitest, den haben wir in Hamburg auf dem Kiez gedreht. Klar, wo sollte man einen Gummitest sonst machen? Und der erklärt das Problem ganz gut. Was kann man sich merken? In der Nähe von Gummidichtungen weniger Fett nehmen. Vorher vielleicht einen Verträglichkeitstest machen, damit sowas nicht passiert. Aber der Besitzer, der ist Ingenieur, der kennt sich aus, der hat gesagt, ich nehme das in Kauf, weil die Gummis bekomme ich nach und die Stoßstangen eben nicht. Ich bin jetzt nach Feierabend, ziemlich leise ist das hier in der Werkstatt, mal in die Halle gegangen zum Rechner in der Werkstatt hier. Ich kann Ihnen hier zeigen, das ist der Film der Gummitest, den finden Sie auf der Internetseite, wenn Sie in der Suchmaske oben da, wo die Lupe ist, Gummi eingeben. Und dieser Film zeigt, welche Versuche wir gemacht haben bei der Entwicklung eines Rostschutzfettes, einer Lotion, die Gummis nicht so stark angreift. Das Rostschutzfett ist, was die Leistung angeht, natürlich ungeschlagen. Mit diesem Material komme ich da nicht ganz ran, aber es ist trotzdem sehr gut. Und bei Fahrzeugen, wo die Gummis nicht mehr nachzubekommen sind, an Türen zum Beispiel, unten an den Türen, da nimmt man dann lieber ein Material, das gummiverträglich ist. Timex Revolution Nummer 2 heißt das Produkt.